Hier ist Paste. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von The Forest. Ja, Feuer frei, habt ihr ja gehört. wohin sollen wir denn feuern? Einfach in den Flugzeug rumfreien? Auf Zombies. Ach, gibt's ja hier nicht. Auf die netten Menschen, die umherschweifen. Du meinst es aber nicht mich, oder? Die, die mir vor die Flinte kommen. Oh, ich bin aber ein ganz hübsches Mädchen auch. Das darf man gar nicht schlagen. Aber nee, sehe ich jetzt anders. Nee, wobei ist mir eigentlich egal, wie du das siehst. Ich sehe das an. Ich sehe das. Also. Ja. Farbe. Ich kann den Schokoriegel nicht nehmen. Wieso kann ich den Schokoriegel nicht nehmen? Wahrscheinlich, weil ich zu viele Schokoriegel habe. Ich weiß es nicht, aber hier ist ein Holzschlitten. Oh. Ja. Lass uns Schlitten fahren. Ja, meinst du den hier? Ja, sollen wir das ausprobieren? Stell dich mal da drauf. Ich versuche dich da die Treppe runter zu schippen. Oder ich stelle mich drauf. Geht das überhaupt? Ich hab meinen Schlitten schon. Achso, ich fahr jetzt auch gerade Schlitten. Ja, ich sehe das. Du rennst leider meinen Schlitten über den Haufen. Deiner ist hier gar nicht da, lass mich. Ist der wohl. Ich hab jetzt echt Lust, dass wir dann gegenseitig uns da runterschieben. Ja, das wäre natürlich total witzig auch. Ja, ist klar. Ich nehm meinen Schlitten jetzt mal und geh mal Holz sammeln. Vielleicht klappt das jetzt ja wieder mit dem Wegelchen, dass es jetzt einfach auf magische Art und Weise mit Holz gefüllt wird. Ja, ich warte hier auf das Resultata, das ist lateinisch. Ja, steht stellvertretend für... Ich kann kein Lateinisch, dafür steht es. Ja, ich auch nicht, ich hatte leider Franzackisch. Oh Gott, ja. Ein Beileid. Ja, ich bereue es auch im Nachhinein. Ja. Es gibt wenige Dinge, die man bereut, aber das gehört dazu. Ja. Ich hätte Türkisch nehmen sollen, da könnte ich heute wenigstens mit anfangen. Lizard. Oh, ich kann den Lizard dieses Mal sogar tilten. Das ist ja richtig cool. Echt? Diese Bugfixes, das ist über Nacht geil. Gab's Bugfixes? Nein. Gib mir doch zu, leider du warst nicht. Einfach nur zu blöd beim letzten Mal. Nein, leider nicht. Leider nein, leider gar nicht? Leider doch nicht. Gar nicht. Leider Baumfeld. Mary. Lada Pling. Ich finde das schon extrem erotisch, dass sie auch dieses dämliche Geräusch rausgenommen haben, ey. Dieses Katsching. Ja, das war ziemlich nervtötend. Ich möchte legendär Baum da rein. Holz kommt an. Ich danke. Wie viel brauchen wir denn da jetzt gerade? 33? Wenn die Anzeige bei mir ist, ja. Hat mich fast runtergesprungen. Ich hack hier mal ein bisschen rum, ne? Ja, ich warte dann, bis das Holz wieder liegt. Schade, dass wir es jetzt nicht einfach so maximal duplizieren können wie letzte Mal. Ja, das war lustig. Ja, das war auch bestimmt gar kein Bug-Usen. Ich warte immer noch auf die Beschreibung vom Herrn, wie hieß er, Zerg-Assassin. Der hat immer so ganz tolle Beschreibungen, warum etwas funktioniert, so wie es funktioniert. Ja? Meistens läuft es auf Wurmlöcher hinaus. Topisch. Oder Paralleluniversen. Nein. Es klingt aber alles sehr, sehr logisch. Also, es ist schon schön auch. Weißt du, was wir hier machen sollten? Wir sollten jetzt hier einen Baum pflanzen auf der Plantage und da dann ein Baumhaus reinbauen. Ja, wenn das mal gehen würde, wäre das mal schön. Plantage, Plantage. Mhm. Du hast aber bestimmt auch nicht irgendwie was geraucht. Bist du sicher? Kann noch mal gucken auf dem Balkon? Nee. Nicht? Das ist ja gut. Du wirkst nämlich ein bisschen durcheinander. Ach, da brauche ich keine Drogen für. Drogebecher. Das schaffen wir auch ganz ohne. Ja, mich kann nicht wissen, wie das aussieht, wenn doch. Vielleicht wendet sich das Blatt ja komplett und es passiert gar nichts vorher gesehenes. Aber auch nicht wirklich schlimm, weil es dann komplett langweilig wird. Wer weiß. Kann das Holz vielleicht jetzt mal hier bleiben? Das ist ja schlimm. Das Kuh hat die ganze Zeit weg. Bleib hier, du Holz. Das ist Drückeberger Holz. War so weit von Drückeberger. Also irgendwie habe ich das Gefühl, der Wagen wird nicht richtig voll. Ja, weil ich sie immer rausnehme. Na, was ein Schelm. Ja. Hier hat's übrigens Igloos. Wir sind nämlich ein Team. Mhm. Hast du gerade wieder neue reingelegt? Ja, 3 Stück. Das verdoppelt sich ja irgendwie immer. Echt? Jetzt.
Haben wir jetzt dann doch hier den selbstauffüllenden? Nee. Nicht? Schade. Leider nicht. Das war aber gestern echt lustig. Schade, dass das nicht länger geklappt hat. Och, das ist ja toll. Hier ist eine Höhle. Das ist eine Höhle. Ja, und das war, glaube ich, die Höhle, die Ranzhöhle, in der letzten Mal ein bisschen was schiefgelaufen ist. Ich möchte nicht reingehen. Okay. Ich möchte gerne diesen Baum fällen. Aber ich glaube, der lässt sich gerade nicht fällen. Der ist antifällbar. So, ich nehme mal den Wagen und fahre mal woanders hin. Hier ist irgendwie Kacke. Ja, nee, so. Geländewagen. Oh, hier ist ganz viele Koffer. Ich bin jetzt übrigens. Mal einen ich nehme jetzt den anderen Schlitten. Ja, dann gehe ich gleich mal gucken. Nehme drei. Ja, nee, vier. Hast du mit dem Unsichtbaren weggefahren? Achso. Ja, nee, es hat ja jeder von uns einen Wagen gebaut und der existiert für den anderen auch. Ja, das ist super. Ne, also haben wir vier Wagen. Das heißt, wenn du jetzt mit dem losgehst, dann kann ich gleich in der Basis auch noch weiter basteln. Das ist ganz toll. Das ist hier Trick 17. Das ist richtig freaky. Ja, dann Survival. Ich bin gerade auf der anderen... Oh, ich sehe unser Bauwerk da hinten. Oh. Das Bauwerk, Lichterloh. Bestand dieser blöde Baum jetzt wirklich nur aus zwei Bäumen? Ah, da kommen noch welche. Ja. Hat er jetzt nicht ernsthaft so gesagt, ne? Das, bestand dieser Baum jetzt ernsthaft nur aus zwei Bäumen? Ja. Da könnte man mal ein bisschen drüber sinnieren, würde ich sagen. Ja, Logic at its best. Ja, ist halt ein Engineer, ne? Der hat halt Logic Skills. Genau. Nicht? Ja, klar. Ich sollte mir übrigens gleich mal einen Bogen bauen und Brandpfeile, damit ich damit ganz, ne? Die Eingeborenen. Das ist ja mit der neuzeitlichen Methode. Genau. Schuft. Ich kann mit C reinlegen und mit E rausholen. Ja, toll, ne? Ist ein Feature. Ja, aber es zeigt genau andersrum mir das an. Mit E kann ich es reinlegen. Oh, man kann es leider nur noch Wagen fahren und die Baumstämme. Oh? Magic, Magic? Magic Mushroom. Oh, Magic Mushrooms, ey, das wäre auch nochmal was. So, dann gehen wir mal nach oben und bauen mal weiter und hoffen, dass wir dann die nächste Plattform da auch noch dran gesetzt kriegen. Ich befürchte aber, dass es halt nicht funktioniert. Ich guck mal eben, ob der zweite Wagen hier in der Base ist. Bist du auch weit genug weggefahren? Ah, wie toll, guck mal da, der Wagen füllt sich. Nimmst du was raus gerade? Nee, noch nicht, warte. Jetzt. Nein. Sag nicht, es funktioniert wieder. Ist der Wagen wieder voll bei dir, oder wie? Ich habe zwei rausgenommen und es sind jetzt noch vier drin, glaube ich. Sollte das nicht so sein? Weiß es nicht, also... Gerade waren kurz zwei weniger. Oh, jetzt ist wieder voll. Jetzt sind sieben. Ich habe keinen einzigen Baum gefällt. Ich nehme mal ganz kurz eben den Wagen hier. Warte. Ja, nimm mal wieder zwei raus. Ich will gucken, ob das geht. Ja, Sekunde. Ah, du Kackwagen. So. Ich fahre mal ganz kurz eben Richtung Plattform. Dann will ich nicht mehr so weit laufen. Du schiebst gerade Luft durch die Gegend. Ja, das weiß ich. Das muss so. So, ich verbaue dir jetzt mal eben hier die... Survival! Sie nannten ihn Jesus, er konnte Bäume entstehen lassen. Stealth Armor. Ich weiß ja nicht, ob der mittlerweile klappt. Wie macht man das denn? Ja, weiß nicht. Aus Dingen wahrscheinlich. Ich glaube, du brauchst dafür einen Schildkrötenpanzer oder sowas. Der übrigens ist der Wagen leer. Könntest du den irgendwie wieder voll machen? Oh, er ist wirklich voll. Was drin? Ja, ist was drin. Wie viel? Jetzt 5. Jetzt 7. Klappt also ganz gut, sagst du, was wir hier machen. Aber hallo, jetzt ist leer. Huh, es hat geruckelt. Das ist natürlich total toll, diese Mikroruckler. Die, nö, bei mir sind noch 6 drin. Ich muss aber gerade mal eben schnell was essen. Ich habe hier ein bisschen Kohldämpf. Oh Mann, das fängt schon wieder genauso blöd an wie das letzte Mal.
Es muss so. Überleg mal, wie schnell wir hier mit den Plattformen dann vorwärts kommen, wenn wir diesen. Ja, also, dieses Wurmloch-Phänomen. Nein! Aua! Was? Mal kurz ein Lagerfeuer. Ja, steht noch da. Kannst du nutzen, ist noch heile. Ja, da muss ich laufen. Okay, dann mach dir bitte Neues. Ja, das habe ich gerade gesagt. Dann, ja, mach das bitte auch. Frau. Nicht immer nur sagen, auch machen. Ja. So. Derzeit mache ich hier lecker Bäumchen fällen. Ja, also kannst du nicht noch was Neues reintun? Es ist ja keins mehr da. Wie doch, eins ist noch drin. Bei mir nicht. Ich kann da, warte mal, ich tu da mal was rein. Ich hab hier noch einen Lok rumliegen. Ich brauch Butze. Butze brauchst du? Warte mal, ich tu den mal rein, mal gucken, ob's klappt. Ist jetzt was drin? Nein. Das ist natürlich jetzt schlecht, dann haben wir jetzt hier gerade einen verdengelt. Tja, ja. Jetzt ist leer, das Wägelchen. Oh. Haben wir irgendwas? Ist gerade ein Baum auf die Rübe gefallen. Und mein Schlitten hat's komplett zerhauen. Was? Ah. Jetzt ist er wieder ganz. Jetzt liegt was drin, oder? Nee. Oh, so geht das schon wieder los. Ich brauch mir mal eben einen Ruff Lizard. Ist auch wieder nichts angekommen? Nee. Ach nö. Wieso geht das nicht mehr? Weiß nicht. Jetzt habe ich mich wieder angezündet, ich Experte. Ja, das ist natürlich auch pfiffig, ne? Das machen auch nur die ganz cleveren Jungs. Die es halt können. Ja, das sowieso. Werbe. Ach, ich muss mir jetzt gleich noch den Sack bauen, genau. Den Sack? Ja, den Sack, genau. Hast du was gegen meinen Sack, oder was? Ja. Wenn du schon so fragst, schon, ja. Ich habe mir einen Pooch gebaut, so. Cool. Wolltest du schon immer mal meinen Pooch sehen, sei ehrlich. Nein. Federn, habe ich genug Federn? Natürlich nicht. Ich brauche mehr Federn. Komm, Vögelchen, fiet, 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 komm her. Oh, Holz, bleib hier, du bist im Zingel. Tu mal nochmal testweise was rein, vielleicht geht es noch, ansonsten hol ich mal kurz mein Vögelchen wieder. Ja. Hieß drin? Ja. Hier ist nix. Ja, dachte ich mir. Dann musst du selber hinfahren. Ich kann schon wieder wegwerfen. Oh! Das ist ja toll jetzt hier, was ich gemacht hab. Was hast du denn gemacht? Bist du gesprungen? Indirekt. Ich, gefallen? Ja. Wie bist du hochgekommen? Du bist gefallen. Nö, ich fall grad durch die Map. Du fallst grad durch die Map? Hm. Okay, das sieht lustig aus. Ja, finde ich jetzt ich auch. Ich seh nur deinen Namen in der Luft hängen. Du bist irgendwie weg. Ja, jetzt ist alles schön schwarz, ne? Und du fällst von oben nach unten immer wieder neu aus der Luft ins Wasser. Echt? Sieht cool aus, mach weiter. Alles klar, ich paddel hier mal ein bisschen rum. So, übrigens, jetzt um die These mit dem Wurmloch und dem Paralleluniversum zu unterstützen. Ich glaube, ich befinde mich gerade in jedem. Wurmloch? Ja, ich hab das Wägelchen mal losgelassen. Was passiert denn jetzt? Jetzt hänge ich hier am... Oh! Da war die Map schon wieder. Tschüss. Ich muss das, glaube ich, mal. Ich muss das, glaube ich, mal richtig timen hier. Da war sie. Ausfahrt, Ausfahrt. Ich muss hier raus. Ich muss den richtigen Zeitpunkt, glaube ich, erwischen. Vielleicht geht's da nochmal irgendwie. Oder war knapp. Nee, ich lande. Nee, das geht, glaube ich, so nicht. Ich glaube, ich habe jetzt ein großes Problem. Warte, lass mich vorher die Plattform fertig bauen und speichern. Ja, das Problem ist, dass ich nicht speichern kann, ne? Ja. Ich meine, du könntest ja auch horsten, dann gleich mal. Ist, glaube ich, eine gute Idee. War dein Inventar eigentlich gespeichert? Möchte nicht horsten, nein. Das ist schlecht. Ja, ich glaube, ich habe mich versägt hier, ne? Also, das wird, glaube ich, nichts mehr. Aber es sieht schön aus. Ja, aber ich komme hier ja nicht raus. Ja, das ist schön. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier mal einen kleinen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge von The Forestos wieder, wenn ich hier aus meinem Wurmloch irgendwann mal rauskomme. Ich danke fürs Zuschauen, Däumchen nach oben lassen wäre nett. Und naja, wir sehen uns. Tschüss.